Niemandem hat das Freude gemacht, aber es war unumgänglich, weil Herrn Brandner als Person die Eignung fehlt, diese wichtige Aufgabe auszuüben. Die Abwahl eines Ausschussvorsitzenden einmalig in 70 Jahren Bundestag. Die AfD reagierte mit scharfer Kritik. Was hier geschehen ist, ist eine Zumutung. Das ist eine Zumutung auch für die Demokratie. Tatsächlich bleibt Brandner Mitglied des Rechtsausschusses. Der AfD stehe, so die anderen Parteien, weiterhin der Vorsitz zu. Die Fraktion will nun beraten, ob sie einen Ersatz für Brandner präsentiert. Und nun uns zugeschaltet hierzu Wolfgang Kubicki in seiner Funktion als Bundestagsvizepräsident. Guten Tag, Herr Kubicki. Einen wunderschönen guten Tag. Herr Kubicki, rein rechtlich. Bislang gab es für eine solche Abwahl ja keine ausdrückliche Regelung in der Geschäftsordnung des Bundestags. Auf welcher Grundlage ist die Abwahl nun erfolgt? Ja, zunächst mal ist das ja auch ein einmaliger Fall. Das ist bisher in der Parlamentsgeschichte noch nicht geschehen. Die Rechtsgrundlage ist der Gedanke des Actus Contrarius. Das heißt, wer gewählt wird, kann auch wieder abgewählt werden. Das ist sowohl vom Geschäftsordnungsausschuss des Deutschen Bundestages als auch von unseren wissenschaftlichen Diensten bestätigt worden. Also die Rechtsgrundlage ist eindeutig, denn wir haben ein eigenes Geschäftsordnungsrecht, das sich aus Artikel 43 des Grundgesetzes ableiten lässt. Der Deutsche Bundestag kann das selbst entscheiden. Normalerweise schützt ja die Meinungsfreiheit vor Sanktionen, solange die Grenze zum Gesetzesverstoß nicht überschritten ist. Muss man das nicht hier auch einfach aushalten oder gelten für den Ausschussvorsitzenden andere Maßstäbe? Ja, selbstverständlich gilt die Meinungsfreiheit auch für Herrn Brandner. Die ist auch nicht angetastet. Aber der Vorsitzende, insbesondere des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages, muss in seinem Auftreten deutlich machen, dass er die Institutionen des Staates und auch die Würde des Hauses gewährleisten kann. Herr Brandner hat sich so häufig gegen die Menschenwürde geäußert und hat auch in seinem Verhalten im Deutschen Bundestag die Kolleginnen und Kollegen dauerhaft provoziert, dass ich nachvollziehen kann, dass die Mitglieder des Rechtsausschusses in ihrer überwältigenden Mehrheit von ihnen nicht mehr repräsentiert werden wollen. Und wenn wir feststellen, dass fast alle Justizorganisationen die Abwahl von Herrn Brandner begrüßen, dann ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass es in der Person von Herrn Brandner liegt und nicht in der Tatsache, dass er Mitglied der AfD ist. Jetzt haben Sie häufig in der Vergangenheit davor gewarnt, die AfD in eine Opferrolle zu drängen. Droht jetzt nicht genau das durch die heutige Entscheidung? Nein, es geht hierbei nicht um die AfD. Die AfD behält das Recht zum Vorschlag zur Bestimmung eines Ausschussvorsitzenden auch für den Rechtsausschuss. Es betrifft die Person von Herrn Brandner. Und auch das kann ich nachvollziehen. Ich erlebe ihn hier im Parlament des Deutschen Bundestags auch recht häufig flegelhaft, teilweise beleidigend gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. Und noch einmal, es geht nicht um die AfD, es geht um Herrn Brandner. Und ein Ausschuss muss das Recht haben zu erklären, wir wollen von einem solchen Menschen nicht mehr repräsentiert werden. Ja, Sie schildern Ihre Eindrücke aus dem Parlament. Die AfD hat insgesamt einen schärferen Ton in den Bundestag gebracht. Sie haben im April gesagt, Zitat, das parlamentarische System werde die AfD-Fraktion zähmen und schließlich auffressen. Bisher scheint sie nicht besonders gezähmt. Naja gut, man muss sehen, es gibt auch in der AfD unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Gruppierungen. Und die Tatsache, dass sie jetzt radikaler auftreten, hat was damit zu tun, dass einige Mitglieder wieder aufgestellt werden wollen und sie einen Druck von ihrer Basis bekommen, insbesondere von dem Flügel um Herrn Höcke. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Aber ich kann feststellen, dass die AfD in ihren Zuwachsraten äußerst begrenzt ist. Bundesweit werden sie die 15% nicht überschreiten. Und wir sehen auch AfD-Abgeordnete selbst, dass ihr Auftreten der Provokation im Deutschen Bundestag ihnen selbst nicht weiterhilft. Ich glaube schon, dass es gelingen kann, wenn man die führenden Persönlichkeiten, die sich so benehmen wie Herr Brandner, von ihren jeweiligen Funktionen entbindet, dass die AfD dann schon die Möglichkeit hat, auch im parlamentarischen Betrieb anzukommen. Genau diese Eklats, die Sie gerade skizzieren, diese Eklats im Bundestag, die haben zugenommen, gerade wenn das geplante Eklats sind, wie Sie ja gerade auch angedeutet haben. Was können Sie da als Präsidium wirksam tun? Wir können die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages anwenden. Die hat sehr viele Möglichkeiten. Und man merkt ja auch, in der letzten Woche hat die AfD eine Nachtsitzung sozusagen durch eine Abstimmung platzen lassen. Das hat aber eine ganze Reihe von AfD-Abgeordneten selbst getroffen, die jetzt alle 100 € verlieren. Und das hat keine Freude in der AfD-Fraktion ausgelöst. Noch einmal, wir wollen die Geschäftsordnung nicht ändern. Wir können sie strikt anwenden und wir werden mit der AfD im Parlament ja auch fertig. Sagt der Bundestagsvizepräsident Herr Kubicki. Herzlichen Dank.